Das ist. Voilà. Wie muss man denn über Vergangenheit reden? Der kennt mich doch gar nicht. Wallah. Scheiße. Wallah, das war nicht meine Intention, dass du jetzt weinst. Wallah. Das tut mir sehr, sehr leid. Nein, das ist genau das Ding, wofür ich Ja. kämpfe. Das ist genau dieses Ding, warum ich für Menschenrechte kämpfe, weil das ist ein Gegenmobbing. Und der mobbt mich damit, indem er mich kritisiert. Ja, ich könnte lernen, ich hätte Zeit. Woher weißt du denn, dass ich Zeit hatte oder nicht? Ja, meine Freunde, was gerne willkommen zu einem neuen Video. Heute, Freunde, heute habe ich Queen Drama dabei. Queen Drama kennt ihr schon alle gar. Und wir haben Queen Dramas besten Freund, oder? Ja. Besten Freund. Kumpel, ja. Ja. Wie heißt du? Stell dir mal bitte kurz vor. Niemand. Bist du Ich ein heiße Niemand? niemand, ja. Also, ich dachte, du bist ein Niemand. Sorry. Auf jeden Fall. Nein. Anfangs dachten wir auch so in Gastronomie, gell, der kommt so, der meldet sich so an, wegen, weil er so neue Dings ist, eine Mitarbeiter von uns, also wie in Gastronomie und so. Dann stellt er sich so als niemand vor, wir dachten so, niemand? So, hä, wie geht das? Also auf jeden Fall, heutiges Thema ist auf jeden Fall, was heißt Antwort auf Kanyavis Video? Und zwar, Drama will auf jeden Fall ein paar Wörter ansprechen wegen dem Video von Kanyavi und ein paar Fakten oder ein paar Sachen, vielleicht auch sogar entschuldigen, weil wegen dieser Beleidigung, weißt du, es war ja keine Beleidigung von dir aus, aber Ja, angebliche manche Beleidigung. haben das auch, also ich würde das auch so aufnehmen, weißt du, ich meine, also deswegen so. Aber das ist ja keine Beleidigung. Was ist denn daran Beleidigung, wenn man nur möchte, dass die Person ja sieht, worum es geht? Ich meine, ich will ja nur ihm, wie sagt man das? Also ich habe ja nur Mutter reinbezogen, weil ich wollte, dass er Empathie hat, dass er weiß, wie es einem geht. Darum geht es. Und wenn ich jetzt aber einen Kumpel beschrieben hätte, dann würde er doch darauf nicht eingehen, weil das ist ja nichts von ihm. Weißt du, was ich meine? Auch wenn ich Bruder sagen würde, er würde darauf auch nicht eingehen, weil es gibt ja Brüder und Schwestern, die sich ja beide streiten, so. Aber bei Mutter, Vater, das ist was ganz anderes. Da hat man total krass Gefühl. So, man denkt sich so, okay, das sind so, die sind so wichtige Menschen. Ich will nicht, dass solche Menschen ausgelacht werden. Darum geht es. So, und ich meine. Also ich habe das auch so verstanden. Ich weiß nicht, vielleicht wolltest du es nicht so sagen. Und zwar, ich habe das so verstanden, dass du gesagt hast, ja, geh mal deiner Mutter Deutsch beibringen. Ich habe es auch so verstanden. Ja, Also, aber es geht ja, genau, aber es geht um die deutsche Sprache. Checkst du? ja klar, also ich verstehe, was du meinst, aber so, hättest du zum Beispiel bei irgendjemandem gesagt, ja, geht mal Sekos Mutter, also geh Sekos Mutter Deutsch beibringen, ich würde das so verstehen, dass du mich auch beleidigen würdest, weißt du, ich meine. Tamam, aber das ist so, es ist ja ein, das wäre dann Kritik gewesen. Das wäre so wie, dass jemand gegen dich grundlos schießt oder was weiß ich was. Aber bei mir ist es ja so, ich will ja irgendeinen Weg finden, womit er weiß, was ich meine. Weil ich werde ausgelacht, der lacht mich aber dumm und dämlich aus. Er kennt dieses Gefühl von mir nicht, wie ich mich dabei fühle. Und mein Ziel ist es, dass er das sehen muss, wie ich mich fühle. Und deswegen habe ich seine Mutter reinbezogen, damit er weiß, worum es geht, damit er weiß, was ich mit direkt so meine. Weißt du, was ich meine? Genau, So. da habe ich eine Frage an niemanden. Niemand, versetz dich mal bitte an die Lage von, auf die Lage, an die Lage von Kanyavi. Wie würdest du dich fühlen? Wie würdest du dich fühlen, wenn zum Beispiel Drama sagen würde, ja, niemand soll Deutsch seiner Mutter beibringen? Würdest du dich auch nicht abgefuckt fühlen? Sei mal ehrlich. Genervt fühlen. Ja, schon. Es geht ja um Mutter. Wenn man auf Mutter drauf geht, dann jeder wird sauer sein. Okay, aber niemand, du weißt doch ganz genau, du hast auch die Videos gesehen, da wo es um die deutsche Sprache geht. Und wenn ich jetzt an, guck mal, es geht ja darum, er muss Empathie haben. Er muss Mitgefühl tragen, wie sich diese Person fühlt. Und aber wenn dieser, nein, oder na, warte. Oder wenn Kanya, wie zum Beispiel jetzt angenommen, ne, mal angenommen jetzt, irgendwie. Ja, ich bin jetzt sprachlos geworden, scheiße. Nein, ich meine halt, der muss wissen, wie sich einer fühlt. Und wenn ich jetzt eine andere Person beschreiben würde, der würde doch darauf nicht eingehen. Der würde doch den genauso auslachen. Er würde sagen, ja, der macht sich zum Affen. Ja, der macht sich zum Keck. Oder zum Beispiel, wenn ich jetzt Bruder, Schwester sagen würde, würde er doch genauso nicht so krass darauf eingehen. Weil, okay, das ist zwar wichtige, das sind zwar die, wie sagt man das? Das sind zwar so diese wichtigen Menschen von ihm. Also, ja, kein Plan. Gleiche Blut oder so. Aber. Er würde nicht darauf so krass eingehen, aber bei Mutter, Vater ist das ganz anderes. Es geht ja nicht darum, dass ich ja was gegen seine Eltern habe. Guck mal, ich sage es nochmal. Es geht immer noch um die deutsche Sprache. Er muss wissen, wie sich die Menschen fühlen, wenn sie
gemobbt werden. Dadurch, weil, obwohl ich schon sage, ich stehe dazu, dass ich Fehler habe. Aber man muss sich doch nicht auf Krampf über sich diese Person lustig machen. Ich meine, ich kann ja nichts zu. Ich sage dir immer wieder, ich kann nichts zu. Meine Muttersprache ist Türkisch und ich rede zu Hause auch immer nur Türkisch. Ich rede zu Hause Deutsch. Drama, und zwar, im Moment ist ja Kanya, du weißt ja, dass Sarah GBS ja Khan beleidigt hat. Das weißt du ja. Khans Mutter beleidigt. Aber ich habe, genau, aber ich habe nicht beleidigt. Lass mir bitte ausreden. Deswegen, ich würde auch, wenn jemand mich, also davor schon so beleidigt hätte, würde ich mich auch beleidigt fühlen. Aber ihr checkt es gar nicht. Warum muss man denn sich aufregen, wenn ich schon davor meine, wenn diese Person, aber okay, warte mal, dann gibst du ja dem das Recht, sich über mich lustig zu machen. Was ist das? Ich bin auch ein Mensch. Nee, ich sag ja nicht, dass er nicht, also ich finde das aber auch, darum geht es. Ich beziehe ja Mutter nur deswegen rein, weil es ums Prinzip geht. Der muss ja wissen, wie ich mich dabei fühle. Ich meine, okay, ich will mich ja nicht in seiner Mutters Lage oder so mich hineinversetzen, aber er muss wissen, wie sich eine Person fühlt beim Mobbing. Und er muss das fühlen. Darum geht es. Ich sag das immer wieder. Würdest du dich zum Beispiel, wenn der es falsch verstanden hat, würdest du dich zum Beispiel entschuldigen und sagen, ey, Kanya, hör mal zu, wenn du das falsch verstanden hast, ich entschuldige mich. Würdest du das sagen? Natürlich, also wenn er das so aufgenommen hat, tut es mir leid. Aber ich sage immer wieder, es geht um die deutsche fucking Sprache. Weil, ich meine, er muss doch wissen, wie ich mich dabei gefühlt habe, wo ich immer wieder gemobbt werde oder ausgelacht werde. Ich meine, ich sage es immer wieder, ich kann dazu nichts. Ich kann nichts dafür. Meine Muttersprache ist Türkisch und ich bin groß geworden mit türkischer Sprache. Warum sagt der zu mir, ich mache mich einer auf Affen, hallo? Ich meine, jeder von uns geht doch an irgendwelchen YouTuber, um irgendwie daran teilzunehmen und ich meine, so ein paar, Klicks zu generieren oder irgendwelche Interviews zu führen. Das ist doch normal. Eine Frage, Drama. Er hat auch gemeint gehabt, also der gestern dieses Video hochgeladen, er hat ja auch gemeint gehabt, du hast ihn in Frankfurt gesehen und den nach einem Video gefragt. Mhm. Ja, das habe ich auch gehört, aber ich kann mich nicht so genau recht erinnern, ob ich das überhaupt getan habe. Aber so wie er das danach gemeint hat, als ob er mich so, also als ob er so meinen würde, ja, wir sind schon fertig, so angeblich, sagt er so, ne? So, er hat sich einfach von mir ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt ekeln sagen kann, aber dass er mich halt so dumm sah, sag ich mal dazu. Und das war auch schon beleidigend für mich, als ich es so sah, weißt du, wie ehrenlos ist das? Ich meine, so herzlos ist der, so seriöse Videos. Hier, Junge, was für seriöse Videos, was denkst du von mir? Denkst du, ich bin jetzt dumm oder was? Kannst du, jede YouTuber hat mich angenommen, aber haben nicht so wie du gedacht, dass ich dumm bin. Hallo, wenn du anständige Videos machst mit mir, kann ich doch genauso anständige Videos mit dir drehen. Digga, das regt mich richtig auf. Walla, der tut mir einen auf, der wäre oberkrass oder so. Er soll mir nicht einen auf krasse tun. Also Drama. Ja, du hast auch, ja. Aber niemand, du weißt doch, was ich meine. Es geht nicht um diese fucking Mutter oder so. Es geht um die fucking deutsche Sprache. Ja, ich weiß. Und du hast auch gesagt, dass du davon genervt bist, dass ja, er eben, er muss ja, genau, und wovon so ich hinaus, genau, wovon ich hinaus wollte, dass er diese Mitgefühl trägt, wie sich diese Person fühlt. Genau deswegen habe ich die Mutter mit Absicht mit reinbezogen. Nur deswegen, weil er wissen muss, wie ich mich fühle. Checkst du? Ja, ich. Und aber anders, ich finde, du hättest ein besseres Beispiel als Mutter nehmen. Aber was soll ich sagen? Der macht sich ja so oder so über alles lustig. Was soll ich sagen? Soll ich Bruder sagen? Der wird sich doch genau darüber lustig machen. Weil es gibt ja Brüder und Schwestern, die sich streiten. Und wenn Brüder und Schwestern sich streiten, dann jucken die sich doch gegenseitig gar nicht. Ja, wenn ihm was passiert oder so. Aber bei Mutter, Vater ist was ganz anderes. Da hat jeder diese Mitgefühl. Da trägt jeder diesen Mitgefühl. Wir wollen doch alle nur das Beste für uns und für unsere Eltern und für unsere allgemeine Gesellschaft, oder nicht? Darum geht es doch. Aber wenn ich jetzt Freund sagen würde, der wird sich doch so oder so nicht, der wird doch die Sache doch nicht, wie sagt man das, er wird das doch nicht ernst nehmen. Er wird so sagen, ja, okay, der ist keck, dies, das. Aber bei Mutter, Vater ist was ganz anderes. Da wird er diese Emotionen kriegen. Er wird schon verstehen, was ich meine. Da wird er das verstehen. Er muss es verstehen. Weil stell dir mal vor, seine Mutter wird gemobbt und so. Das will er doch nicht. Ich will das auch nicht. Aber genau nur deswegen habe ich reingezogen, dass er fühlt, wie das ist,
wenn eine Person gemobbt wird. Und ich hasse Mobbing bis heute. So, ich meine, wer liebt schon Mobbing? Ja, niemand. Ich hab auch eine kurze Frage an dich, niemand. Und zwar, du bist ja der beste Freund von Drama. Drama? So. Ja. Zum Beispiel, hast du nicht irgendwie gesagt, ey, Drama, hör auf, so ein paar Videos mitzumachen, zum Beispiel, wo du falsch gecut wirst. Drama sagt ja, du wirst mal falsch gecut. Hast du genau. so ein bisschen geholfen, so bei der Sache so? Ja, ich habe oft das Drama gesagt, dass die mit diesen Videos Pause machen soll, ein bisschen nachzudenken und so, weil Drama, wenn sie jetzt auf der Seil geht und was einkaufen oder wie auch immer, sie wird immer angegriffen von Leuten, mhm. wegen dieser YouTube-Geschichten und so weiter. Mhm. Das Ding. Mhm. Und die Leute haben auch, ich sag mal so, durch diese ganzen Falsch-Cutting haben Leute immer ein falsches Bild von mir. Und genau nur deswegen. Also ich meine, eigentlich gebe ich diese Hatern auch nicht so diesen Schuld oder so. Die haben ja auch, die können ja auch nichts für. Weil die sehen das ja so, wie ich geschnitten wurde. Und die denken dann, okay, diese Queen Drama ist so ein schlechter Person, so den müssen wir jetzt fertig machen, der ist rassistisch, der mobbt Menschen, der beleidigt, obwohl ich nur kontere. Und ich meine, die checken es einfach nicht, wenn man sagt, ein Geben und Nehmen. Wenn die geben, müssen die auch etwas einstecken. Das ist einfach so, das ist die Realität. So, warum soll ich mir alles einstecken, aber wenn ich was sage, bin ich wieder der Schuld. Warum? Ich bin doch auch ein Mensch. Ich habe doch auch das Recht, auch irgendwie meine Meinung zu äußern oder gegenüber den Personen was zu sagen. Ja, klar. Der hat auch gestern in seinem Video gesagt, hat irgendwas mit, du bist hier geboren, also müsstest du eigentlich diese deutsche Sprache gut beherrschen. Ja, aber guck mal, das meine ich, das kann man doch nicht so sagen. Er kennt doch meine History gar nicht, er kennt meine Vergangenheit nicht. Guck mal, ich sag mal so, ne? Ich hatte sehr, sehr viel Interesse an bestimmte Sachen gehabt. Wo ich immer in die Schule gegangen war, als ich Kind war, waren so viele Jugendlichen, die ich immer gesehen habe, die haben sich immer unter sich so unterhalten und haben über ein Thema geredet, wie zum Beispiel, was weiß ich, Anime oder was weiß ich was. Irgendetwas, kein Plan, so Stars, YouTube, was weiß ich. Und ich habe das immer so mitgekriegt, weißt du, ich habe immer so ein, wie sagt man das, rechte oder linke Ohr, immer so diese, wie sagt man das, Kulakmissar für den denn auf Deutsch? Du hast etwas gehört, mäßig. Sag einfach, du hast was gehört. Ja, so Lästerei, ja. Wo man auch etwas mitkriegt, genau. Sowas und genau, und ich meine, ich habe immer geheult, so weißt du, ich meine, vor mich hin, wenn ich immer so alleine war oder so, ich habe immer geheult, so, weil es hat mich richtig so, weil ich habe mich schlecht gefühlt, ich habe mich wirklich sehr, sehr schlecht gefühlt. Ich meine, allein, dass ich überhaupt hängen geblieben bin, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, dass so diese auf türkische Art Gerizekalim, so, also das war schon damals so, weil ich meine, ich hatte immer Stress mit meinen Eltern, ich hatte nie eine Freiheit für mich. Ich konnte nie irgendwo hingehen, da wo ich mich auslassen konnte, wegen was weiß ich was. Ich werde wieder Emotionen, wenn ich über meine Kindheit rede, aber das ist einfach so, das verletzt mich sehr, das ist wie wenn man gegenüber mich so ekelhaft redet. Ich will nicht weinen, aber das ist ekelhaft. Checkst du, was ich meine? Und allein, dass die Leute immer über ein Thema reden können und nur ich nicht, das ist... Voilà. Da ich weiß, was der meint. Wenn ich ihn wäre, würde ich mal zur Schule gehen. In die Schule. Wir gehen auch zusammen zur Schule. Drama, er wird auch Drama, in die Schule gemobbt und so weiter. Bist du in der Schule auch gemobbt, Drama? Nicht von vielen. Also von vielen werde ich akzeptiert, aber es gibt nur einen Junge, der auch dunkelhäutig ist und der mobbt mich. Also ja, der mobbt mich schon, aber ich meine, der diskriminiert mich halt und das verletzt mich sogar auch. Ich meine, eine Frage an Drama jetzt. Drama, Du hast ja gerade geweint, darfst du das im Video zeigen oder sagst du, nee, ich will nicht, dass du das zeigst im Video? Was denn? Du hast ja gerade ein bisschen geweint. Ist das stimmt, dass ich das im Video lasse oder soll ich das rauskriegen? Ach so, ja, doch, kannst du lassen. Okay, gut, weil ich sag dir so, Walla, ich mag es nicht, wenn jemand vor mir weint und so, weil dieses Thema ist eigentlich wegen kann, ja, wie sag ich mal. Ja, aber das ist das, was ich meine. Guck mal, der sagt ja, ich hatte, das ist genau wie bei Mo Icy, genauso, diese Mohammed da. Das ist genau wie bei den, genau dasselbe. Der sagt auch so, ja, du hattest Zeit, du bist hier geboren. Aber Digga, du kennst mich doch nicht. Du kennst meine Vergangenheit nicht. Du weißt doch nicht, was ich erlebt habe. Warum muss man denn über Vergangenheit reden? Nicht weinen, Kopf hoch. Nicht weinen, Girl, immer Kopf hoch. Wallah.
Aber das verletzt mich richtig. Warum muss man denn über Vergangenheit reden? Der kennt mich doch gar nicht. Scheiße. Wallah, das war nicht meine Intention, dass du jetzt weinst, Wallah. Das tut mir sehr, sehr leid. Nein, das ist genau das Ding, wofür ich kämpfe. Das ist genau dieses Ding, warum ich für Menschenrechte kämpfe. Das ist ein Gegenmobbing. Und der mobbt mich damit, indem er mich kritisiert. Ja, ich könnte lernen, ich hätte Zeit. Woher weißt du denn, dass ich Zeit hatte oder nicht? Vielleicht hatte ich gar keine Zeit. Okay, Dings, und du sagst aber nicht, dass das wegen Kanyavis, oder? Es war nicht wegen Kanyavis, ne? Warte mal kurz. Auf jeden Fall, Drama, denkst du, diese Mobberei war eher wegen Kanyavi, aber ich glaube nicht, oder? Diese Mobberei, doch, also nein, wie soll ich sagen, ich weiß nicht. Es gab halt voll viele Menschen, die das halt so gesagt haben, aber mehr oder weniger war das halt diese Moais und Khan gewesen, die halt sagen, ja, du hattest viel Zeit und so, weißt du, was ich meine, so halt. Ach so, aber ich. Und die Sache ist einfach, der kennt mich nicht. Und wenn eine Person mich nicht kennt, kann er nicht urteilen, was ich erlebt habe oder wie viel Zeit überhaupt ich hatte. Er sagt zwar so, wie er mich sieht, ja, du hast Zeit, du konntest lernen, du könntest lesen. Digga, vielleicht konnte ich das doch gar nicht. Vielleicht hatte ich nicht diese Möglichkeiten. Warum urteilst du über mich? So, darum geht es. Das ist jetzt diese Ansage an die beiden, weil das regt mich übelst auf. Digga, der kennt mich doch gar nicht. Er kennt nicht meine Vergangenheit. Er kennt nichts von mir. Nichts, gar nichts. Warum sagst du mir sowas? Lass mich doch einfach in Ruhe, so wie ich rede. Ich stehe dazu. Ich schäme mich nicht mal. Aber man muss doch nicht extra darauf eingehen, so haha, wie er redet oder so. Digga, du bist doch selbst nicht besser. Guck dich mal vor dem Spiegel an. Ja, keiner ist perfekt. Keiner ist perfekt, eben. Keiner ist perfekt. Und das an Kanya, wie wieder so sagt, ja, alles für Unterhaltung. Was für Unterhaltung, Amanakulung. Was für Unterhaltung. Sorry, ich muss gerade keinen Sinn. Auf jeden Fall, Freunde, also ihr habt es gehört, was zwischen den beiden so abgeht, Freunde, damit Leute, guck mal, die Leute grinsen auch oben, die auch gerade zuschauen, Freunde, bitte nimmt das auch ein bisschen ernst, aber ist trotzdem ein bisschen zur Unterhaltung, Freunde. Und zwar, Drama, hast du noch was zu sagen? Ich will einfach nur das Beste für die allgemeine Menschheit haben. Ich möchte, dass niemand ausgelacht wird. Niemand, ehrlich nicht. Weil es schmerzt einen wirklich sehr, sehr hart. Man kennt diese Person nicht. Wie gesagt, man kennt diese Person nicht. Ich kenne auch nicht Kanyavis Vergangenheit und urteile nicht über sein Leben. Ich kenne den nicht. Will ich auch nicht kennen. Aber er, wenn er ein YouTuber ist, dann, wenn ich sage, anständige Videos machen, also beziehungsweise produzieren, hat das nichts damit zu tun, nur weil man darauf reagiert und wir schon in einem anderen Format sind, hat es noch lange nichts damit zu tun, dass es so, ich meine, dass er sagt, ja, ich schneide, was will ich schneiden? Ich meine, ich mache es anständig, dieses, das hat doch nichts damit zu tun. Anständig in dem Sinne, dass man sich anständig verhält. Du reagierst darauf. Tamam, Safi ist okay, reagier darauf. Aber mach dich doch nicht lächerlich, wenn ich weine, dass du noch mehr lachst. Oh, ha, 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 was ist das ja? Was ist das? Guck mal, du hast Bart. Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber schämst du dich nicht? Wenn du schon allein diese Videos cuttest, siehst du denn nicht deine eigene Fresse, wie lächerlich du bist, wie lächerlich du dich gibst und was für eine Persönlichkeit du dich als Preis gibst im Internet? Wie gibst du dich eigentlich? So, darum geht es. Wie gibt man sich? Also, okay. Also, Freunde, sag so, ich will nicht, dass sie irgendwie jetzt... Drama hatet, Freunde, hatet auf jeden Fall keinen, Freunde, das ist alles Unterhaltung, Freunde, auch an die ganzen Leute, die denken, ja, das ist alles ernst, Freunde, nein, ist nicht ernst, ist alles Unterhaltung, Freunde, mobbt Drama auf jeden Fall nicht auf Social Media, das ist alles nicht gut, Freunde, und zwar, Freunde, wenn du schon hast, einen Daumen nach oben, wenn ihr noch weitere Videos mit Queen Drama und mit niemandem sehen wir das, einen Daumen nach oben da, Freunde, und folgt Queen Drama auch auf YouTube, Queen Drama startet auch bald mit YouTube durch, Freunde, wir knacken bei dem auch die 2000 Abonnenten, Freunde, und niemand auf Instagram, Freunde, und bis zum nächsten Mal, ciao.